Ja, Privet und Moin Moin. Wer von euch hat sich in seinem Leben schon einmal geirrt? Wer hat einst an den Weihnachtsmann geglaubt? Und wer hat mal geglaubt, dass die erste Beziehung auch die einzige und die letzte sei? Wer ist noch in der ersten Beziehung? Okay, gut. Nur weil jetzt einige von euch in der ersten Beziehung noch sind, heißt das nicht, dass das etwas Verkehrtes ist. Das kann bis ans Lebensende, kann das ja halten. Aber wir werden hier mit etwas konfrontiert, dass vielleicht Dinge, die wir in unserem Kopf haben, dass die nicht unbedingt richtig sind. Dass wir uns geirrt haben in der Vorstellung. Und darum geht es in diesem Vortrag. Es geht um unsere Vorstellungen, um unsere Weltbilder und unsere Irrtümer, die wir haben. Mein Lieblingszitat, an dem ich mich immer wieder zu orientieren versuche, lautet wie folgt. Wenn ein ehrlicher Mensch erkennt, dass er irrt, wird er sich entweder seines Irrtums oder seiner Ehrlichkeit entledigen. Was heißt das? Das heißt am Ende ja nichts anderes, als dass in dem Moment, wo ich die Ehrlichkeit nicht lebe, also mehr den Irrtum zu beschützen versuche, dass ich unehrlich bin und, um es mal direkt zu sagen, dass ich eigentlich lüge. Wenn ich jetzt an einem Irrtum festhalte, welchen Menschen belüge ich dann zuerst? Eigentlich mich selbst. Denn ich muss in meiner Vorstellungswelt, diese Vorstellungswelt muss ich ja beschützen. Und dieses Bild, was ich von mir selber habe. Und wenn ich dann diesen Irrtum versuche zu beschützen, dann fange ich an, etwas zu leben, was gar nicht mein wahres Selbst ist. Mit anderen Worten, ich fange auf einmal etwas nach außen zu geben, was nicht ich bin, und erzähle, egal ob ich den Mund aufmache oder nicht, erzähle anderen Menschen eine Lüge. Welchen Gesellschaftsteil verbinden wir in erster Linie mit der Lüge? Politik, Medien in dieser Zeit. Okay, wenn jetzt die Politiker und die Medien, wenn die sich in einem Irrtum befinden, können sie überhaupt wirklich ehrlich sein, grundauf ehrlich, wenn sie nie in der Öffentlichkeit und mit der gleichen Wirkung erzählt haben, okay, wir haben da etwas Falsches gesagt, wir haben uns geirrt, wie das, was vorher, ich sag mal, in der Bild groß betitelt wurde. Ich meine, hat Bild schon einmal etwas, eine Falschmeldung, die auf der Titelseite war, wurde das irgendwann schon einmal auf der Titelseite, auf der Irrtum wieder gesagt, okay, wir haben falsch erzählt, was Falsches erzählt? Schwierig. Was jetzt hinzukommt, ist, wir können uns natürlich die Frage jetzt stellen, okay, gut, warum lügen dann die Medien, wenn wir das jetzt mal einfach so nennen wollen? Weltpolitisch mag jetzt der ein oder andere sagen, ja, das liegt jetzt daran, dass sie die Weltherrschaft an sich reißen wollen. Gut, aber diese Geschichte, die kennen wir vielleicht einige von uns, Pinky und der Brain, kleinen Comic, wo es eine etwas dümmere Maus und eine etwas intelligentere Maus gibt, zwei Laborratten. Und dann fragt jeden Morgen, fragt dann der Pinky, ja, was wollen wir denn heute machen, Brain? Das, was wir jeden Morgen machen wollen, lieber Pinky, die Weltherrschaft an uns reißen. Gut. Wenn wir jetzt das Weltpolitische mal weglassen und einfach nur die Frage stellen, okay, gut, warum erzählen uns die Medien diese Geschichten? Ist vielleicht nicht unbedingt jedem bewusst, dass sie unbedingt lügen wollen, den Journalisten, sondern sie tun es, weil sie eine gewisse Vorstellung von der Welt haben, so wie sie die Welt sehen, so wie sie sein soll. Die deutsche Sprache ist jetzt sehr präzise. Das heißt, das Wort Vorstellung heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass etwas einer gewissen Sache vorgestellt ist.
Also sowas wie ein Filter vielleicht. Ein Filter für die Wahrnehmung. Für das, was vielleicht die Wahrheit oder auch die Wirklichkeit ist. Gut, lassen wir erstmal das Thema. Und kommen wir mal zurück darauf, auf das Zitat, auf mein Lieblingszitat. Wer von euch glaubt oder ist darum bemüht, ein ehrlicher Mensch zu sein? Und wer glaubt, ein absolut ehrlicher Mensch zu sein? Also nicht mehr die Bemühung, sondern wirklich, man ist ein wirklich ehrlicher Mensch. Da geht bei mir, geht da der Arm runter. Warum? Wenn ich mir überlege, dass ich nicht allwissend bin, und ich möchte mal behaupten, hier im Raum gibt es auch nicht, gibt es keinen einzigen Menschen, der allwissend ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass wir früher oder später auf einen Irrtum stoßen werden. Und dann müssen wir uns entscheiden, halten wir an diesem Irrtum fest oder korrigieren wir das, was wir vorher gedacht, getan oder auch gesagt haben. So, und jetzt, um jetzt mit den Weltbildern ein wenig zu spielen, etwas, was sehr beliebt ist in dieser Zeit, die Frage, ob wir als Menschen nur ein einziges Mal leben. Glauben wir an die Wiedergeburt? Wer glaubt daran? Hand hoch. Okay. Ob wir nun daran glauben oder nicht, sei es mal dahingestellt. Fakt ist auf jeden Fall, wir haben zwei Weltbilder und mindestens eines davon irrt sich. Mindestens eines. Könnte auch sein natürlich, dass beide sich irren. Bevor wir darauf jetzt näher eingehen, noch eine kurze Geschichte. Ich war vielleicht so 12 oder 13 Jahre war ich alt. Und da hatten wir eine Familienfeier bei meinem Onkel. Und da waren ja meine Vettern und Cousinen und auch meine Geschwister. Wir waren dann alle unten bei ihm im Keller. Und er hatte dann mit einem Tonexperiment hat er mit uns gemacht. Und da ging es dann darum, festzustellen, bis zu welcher Frequenz können wir diesen Ton wahrnehmen. Und ich konnte bis zu einer gewissen Frequenz hören und zu meinem Erstaunen war es so, dass meine jüngeren Geschwister, meine Vettern und Cousinen, dass die noch ein bisschen mehr hören konnten als ich. Nun war es dann aber auch so, dass dann nachher auch unsere Eltern und unsere Großeltern auch noch diesen kleinen Test gemacht haben und die konnten weniger hören als ich. Das heißt, am Ende, je größer, je älter der Mensch wurde, desto weniger konnte er hören. Jetzt könnte man sagen, okay, gut, das ist ganz normal, dass je älter die Menschen werden, desto schwerhöriger werden sie. Aber vielleicht könnte man das auch einfach darauf zurückbrechen, okay, je älter der Mensch wird, desto vernebelter, desto verkackter wird er. Wenn das jetzt in der Akustik der Fall ist, dass die Wahrnehmung mit zunehmendem Alter ein wenig getrübt ist, dann können wir das natürlich auch auf andere Bereiche übertragen, wie zum Beispiel das, was wir sehen, was wir wahrnehmen. Ob jetzt zum Beispiel die Farben, die wir sehen, ob das wirklich alle sind oder ob die kleinen Kinder, ob die sogar mehr Farben sehen als wir, aber diese Farben können sie nicht benennen. Jetzt können sich natürlich die Eltern denken, okay gut, irgendwas stimmt mit meinem Kind nicht, wenn sie mehr hören können oder auch mehr sehen als wir und können sich sagen, okay gut, der muss in eine psychiatrische Anstalt, muss behandelt werden, muss weggesperrt werden, weil ich muss mein Weltbild muss ich ja beschützen. Schwierig. Worauf ich jetzt hinaus möchte, ist, wenn wir jetzt bei der Wiedergeburt, wenn wir uns da mit auseinandersetzen, dann haben wir etwas, wo wir uns einig sind, und zwar, dass wir jetzt leben. Wir leben dieses Leben. Die einen Menschen, es ist nur dieses Leben, die anderen sagen, okay, da kommen noch ein paar mehr dazu. Wir streiten sozusagen um das Wort, wir leben mindestens einmal. Wir streiten um das mindestens. Und nun ist einfach die Frage, können wir es messen, feststellen mit unseren technischen Geräten aus der heutigen Zeit, ob Wiedergeburt wirklich existiert oder nicht? Und selbst wenn wir diese Geräte noch nicht haben, können wir eigentlich nie mit hundertprozentiger Sicherheit sagen, okay, sie gibt es nicht, diese Wiedergeburt.
Und wenn wir uns damit jetzt auseinandersetzen, dann kommen wir in einen Bereich rein, wo wir uns die Frage stellen müssen, okay, was sind wir als Mensch? Sind wir da wirklich nur unser Körper? Oder sind wir vielleicht etwas, ja, etwas Seelisches, was immer wieder kommt und immer wieder einen Körper bekommt und sich eine materielle Form gibt? Woher auch immer. Wer jetzt auch immer noch glauben mag, okay, gut, wir leben nur einmal, vielleicht einfach die Frage, wenn wir uns damit auseinandersetzen, was früher im Physikunterricht oder im Chemieunterricht Thema war, die Atome, wie sind die aufgebaut? Dann haben wir einen Atomkern und wir haben eine Hülle, die von einem Elektron oder von mehreren Elektronen gebildet wird. Und dieser Kern, bestehend aus Protonen und Neutronen, wenn man den jetzt so groß machen würde, im Verhältnis wie einen Fußball, dann würde dieses Elektron, also ich gehe jetzt von Wasserstoff aus, wo nur ein Elektron sozusagen um den Kern drumherum fliegt, dann würde dieses Elektron auf einer Kreisbahn von 20 Kilometern die ganze Zeit um diesen Kern umhersausen. Und das alles soll das kleinste Materieteilchen sein. Ich lasse jetzt mal die Quanten und Quarks und was nicht alles noch dazu kommt, das lasse ich mal außen vor, aber einfach nur die Vorstellung von einem Atom, wie das aufgebaut ist. Denn die Frage, die sich dann stellt, was ist da eigentlich zwischen Fußball und dem Elektron, was da in 20 Kilometern Kreisbahn da umhersaust, was ist da jetzt eigentlich genau alles dazwischen? Wie kann dieses eine Elektron die Hülle von dem kleinsten Materieteilchen bilden, wenn wir uns nicht wirklich anschauen können, was da jetzt genau dazwischen ist, zwischen Elektron und Atomkern? Da können wir jetzt drüber spekulieren, was denn dazwischen ist. Könnte man jetzt ganz spontan sagen, okay, da ist Luft zwischen. Gut, Luft besteht aber wiederum auch aus Sauerstoff, Stickstoff und Co. Das sind auch alles einzelne Moleküle, Atome. Also auch wieder andere Formen der Materie, wenn auch gasförmig. Wir können uns darauf einigen vielleicht, dass zwischen Atomkern und Elektronen eine ganze Menge Potenzial liegt. Eine ganze Menge Platz für was auch immer. Aber wenn ich mir einfach vorstelle, dass dieses kleine bisschen Kern und die einzelnen Elektronen, die dann da um diese Kerne drumherum sausen, wenn das alles Materie sein soll und das meiste von dem Atom kann ich eigentlich gar nicht bestimmen, ich weiß gar nicht, was das ist, kann ich gar nicht wahrnehmen und ich vergegenwärtige mir, dass ich auch aus einem großen Haufen Atome bestehe, die auch nur ein Bruchteil dessen letzten Endes sind, was wirklich existiert, dann sehe ich bei mir und wahrscheinlich auch bei euch allen auch nur ein Bruchteil dessen, was ihr wirklich seid. Also da könnte noch viel mehr hinterstecken, aber im ersten Moment sehe ich nur euren Körper und reduziere euch auf das. Womit wir es hier zu tun haben, ist, dass dieses Thema von Körper, Geist und Seele, was immer mehr hochkommt, dass das letzten Endes eine Konfrontation mit dem materialistischen Weltbild ist. Wenn ich jetzt speziell das Wort Seele herausnehme, dann ist es letzten Endes das, wonach, ja, ich sag mal, der Mensch streben sollte, sein wahres Selbst. Und das Ego ist der Gegenspieler, das falsche Selbst, der Teil in uns, der an Lügen und Irrtümern gerne festhält, gewissen Glaubenssätzen verfallen ist und daran festhält. Ein Glaubenssatz zum Beispiel vom Ego ist, ich bin als Mensch das wert, was ich besitze. Ob das jetzt wirklich so ist, wenn jemand seine Immobilien, seine Häuser, seine Autos verliert, ob die Gesellschaft ihn auf einmal nicht mehr anerkennt, okay gut, es wird Teile geben, aber es wird andere Menschen geben, die trotzdem sagen, als Mensch bist du doch nach wie vor noch wertvoll. Es gibt auch andere Glaubenssätze, wie zum Beispiel, ich bin, was ich leiste, ich bin mein guter Ruf. Und was nachher dann halt auch noch kommt, weil das Ego ja der Gegenspieler zur Seele ist und die Seele ist sozusagen, ja, ich sag mal, die Verbindung zur spirituellen Quelle. Das Ego glaubt dann am Ende auch, okay, ich bin abgeschnitten von Gott, von dieser Quelle. Darauf will ich jetzt gar nicht weiter eingehen. Ich will jetzt bei dem Aspekt bleiben, ich bin mein guter Ruf.
Denn jetzt gibt es, in dieser Zeit gibt es viele Aufklärer, spirituelle Führer, Mindset-Coaches, NLP-Coaches, was weiß ich. Und die für sich alle glauben, okay, die Wahrheit gefunden zu haben. Und den Leuten erzählen können, was Sache ist. Nun ist es allerdings so, dass diese Menschen, gerade dann, wenn sie bekannter sind, auch eine ganze Menge Menschen haben, die diesen Menschen zuhören, sogenannte Fans haben sie. Und wenn jetzt ein solcher Aufklärer, ein solcher Guru, spiritueller Führer, was auch immer, wenn der noch gewisse Irrtümer durch das Ego in sich trägt, führt er dann seine Fans nicht auch alle in die Irre? Jetzt könnte es sein, dass er irgendwann in seinem Leben einen Moment erwischt, in dem er auch nach und nach begreift, ui, da habe ich ein Irrtum. Ich habe einen Irrtum gelebt. Und dann muss er sich die Frage stellen, okay, kaschiere ich diesen Irrtum? Werde ich unehrlich? Oder werde ich ehrlich und sage auch meinen Fans, ich habe da vorher Scheiße erzählt. Die Sache ist dann die, wenn man dann darüber nachdenkt, dass diese größeren Aufklärer, Gurus, wenn die eine größere Folgerschaft haben, größere Anzahl von Fans, die ja immer wieder in diesem Aufklärer, in diesem Guru ihr eigenes Weltbild auch bestätigt gesehen haben, wenn der jetzt auf einmal eine 180-Grad-Drehung macht und etwas anderes erzählt, dann läuft er ja eigentlich Gefahr, von seiner früheren Folgerschaft auf einmal angegriffen zu werden, weil er durch die Richtigstellung seines Irrtums deren Weltbild auf einmal angreift. Und er verliert Follower, er verliert E-Mail-Abonnenten, E-Mail-Listen-Abonnenten. Und er kann sich dann die Frage stellen, oh, mein guter Ruf ist gefährdet. Und dann ist man auf einmal im Ego gefangen. Und dann stellt sich für mich die Frage, wenn die Aufklärer dann vielleicht in diesem Ego drin sind und auf ihren guten Ruf achten und deswegen nicht wirklich ehrlich sind oder ehrlich sein können, weil sie ja auch gerne gemocht werden wollen, wie können sie dann von den Medien und von der Politik erwarten, dass sie die Wahrheit sagen? Danke.